Da sind wir auch schon wieder zurück. Kleine Stromprobleme gab es kurz, aber die haben wir dann einfach immer noch ein bisschen erweitert. Weil vom Bauplatz her hier, müsste man dann wahrscheinlich bald hier weiter nach links buddeln, um mehr Platz hinzukriegen. Spätestens wenn, glaube ich, Schnapsis Anlage hier angeschlossen wird. Wird es ein bisschen Strommangel geben. Apropos, was könnte man denn noch forschen, was wichtig wäre? Das geht halt dann in Richtung Forschung. Ja, das brauchen wir eh irgendwann. Von dem her ganz gut. So, dann kann ich jetzt mal für Beleuchtung sorgen. Mach du mal für Beleuchtung. Na, oh, bitte. So, wir räumen natürlich weiter auf. Ihr seht, die Kisten sind schon wieder alle leer. Sprich, ich suche mal neue Kisten zum Entleeren. Warte, hier unten ist Cody fleißig am Abbauen. Nehmen wir gerade mal die ganzen hier leer. Und die hier müsste ziemlich gut voll sein. Ja. Sehr gut. Die sind auch schon voll. Okay. So, passt. Mehr brauche ich erstmal nicht machen. Hier oben ist auch schon sehr fleißig. Sehr gut. Upsala. Jetzt habe ich mich wieder verbunden. Merkt man's? Oh ja, gut. Es hält noch. Hält noch? Ja, ist gut. Ah, du verarbeitest grade, auch schon, oder? Ja. Ich habe gerade meine Anlagen hier nämlich angeschlossen und dann also fertig verbunden und auch mal, ups, da waren Strommasten da dran. Jetzt sehe ich auch, was ich tue, ist ja geil. Jetzt sehe ich auch, was ich tue, das ist gut. Irgendwie macht er mir Angst. Mehr wie sonst? Geringfügig. Geringfügig, okay. Dann bin ich glücklich, dann bin ich stolz. Ah, ein Cody. Hi. Na, was machst du hier? Ich will hier mal eine Anlage setzen für die Erze aus den Kisten. Erze aus den Kisten? Die automatisch auf die Bänder mit drauf gehen dann. Hä? Damit nicht sowas und sowas überall rumsteht, sondern nur ein Platz, wo es dann automatisch mit auf die Bänder drauf geht. Du meinst sowas? Ja, sowas. Nur halt ein bisschen größer. Okay. So, dann schau ich doch mal. Hier läuft's noch. Was fehlt uns denn eigentlich für die blauen Fläschchen? Mal gucken hier. Motoren. Ja, weil die Schaltkreise, die haben wir. Schwefel haben wir auch. Motoren haben wir, können wir eigentlich hier auch relativ easy bauen. Die brauchen ja eigentlich nur Stahl, soweit ich im Kopf habe, und Rohre. Ach, wo sind sie denn hier? Genau, Stahl. Naja, gut, Zahnräder noch und Rohre. Kriegen wir denn hier das Stahl? Die Frage ist, wo bauen wir es denn? Hier hätten wir ein bisschen Platz. Müssen wir nur mal die Kiste hier noch leeren. Weiß man die Kohle gerade mal hier rein. So. Das heißt, den Stahl erstmal rüberkriegen. Hallo. Ist natürlich doof, dass das alles einsortiert ist in Kisten. Gut, brauchen wir erstmal nicht. Machen wir das mal weg. Brauchen wir auch dich nicht und dich nicht. Ziehen wir das mal hier rüber.
Wir sind nämlich irgendwie an alte Tage, wo man noch nicht wusste, wie man ordentlich baut. Nur jetzt die Behinderung hat, dass man nicht ordentlich bauen kann, weil einfach alles im Weg ist. Ja, Gott ist ja immer. Ach nein, nicht Kupfer. Nur ein paar Zahnräder hier einsacken. So. Oh ja. Sehr schön. Warum wollte ich das? Ich wollte, weil das da hier. Genau. Dann wollen wir noch ein bisschen Eisenplatten mit. Guck mal, das brauchen wir eh nicht mehr. Dann brauchen wir auch den Tunnel da auch gar nicht mehr. So. Also, Stahl haben wir hier. Sozusagen, wir gehen hier durch die Schmelzen durch. Ups. Das heißt, Stahl haben wir hier, Eisen haben wir da, daraus machen wir Zahnräder und machen die Rohre. Das heißt, wir brauchen erstmal generell eine kleine Fabrik für die Rohre. Ah, nice. Ja. Ach, einfach mal haben. Nehme ich hier noch ein paar Grüne mit. So. Oh, guck mal, das Kupfer kommt ganz schön langsam nach. Liegt aber auch an den Greifern, glaube ich, eher. Und an dem roten Fließband vor allem. Dem nicht vorhandenen roten Fließband wohl eher. Aber was rotes Fließband? Wo war die Kiste nochmal? Ich war irgendwie blind. Ja, du stehst direkt davor. Ah. Lol. Kein Wunder, dass ich dann in der falschen Richtung gucke. Irgendwas ist ja immer. So. Zack. Da lang. Da noch eins hin. Schwefel. Oh. So, passt. Okay. Ja, schon fast zu wenig. Wir hätten hier noch Platz, so ist nicht. Wir können ja hier nochmal zwei hinsetzen. Das brauchen wir. Also, wir können ja auch schon Batterien bauen, sehe ich gerade. Ja, kann sein. Ja, können wir. So. Perfekt. Dann schmelzen wir hier noch mehr ein. Das ist sehr gut. Kann das ja auch einfach mal hier rein ticken. So. So kriegen wir es auch langsam los. Also Eisenplatten. Wie kriege ich Eisenplatten her? Eisenplatten kriegen wir von hier. Das ist kein Problem. Dann haben wir hier schon mal die Eisenplatten. Das ist gut. Da ist ein Wasserloch. Ah. Da haben wir unser Stahl. Warum ist da jetzt Kohle drauf? Da haben wir unser Stahl. Dann bringen wir mal die ganzen Masten hier weg eben. So. Ja, fast voll. Egal. Packen wir erstmal zwei Rohrfabriken. Die packen wir hier hin. Dann brauche ich noch Zahnrad, soweit ich im Kopf habe. Glaube ich, oder? Oder? Moment. Genau, Zahnrad. Können wir hier eine hinpacken? Ich glaube, da reicht sogar eine. Wie gesagt, wir wollen es ja nicht übertreiben. Macht bei Digi eh relativ wenig Sinn. Von dem her würde ich das jetzt einfach so basteln. So. Und dann können wir hier am Ende quasi. Lass mir hier eins frei aus optischer Sicht. Dann packen wir hier nochmal so eine Fabrik hin. Ja, hoppla. Ich stelle ich einen auf
Zahnrad, wenn ich es finde. Ich glaube, wir müssen hier gleich nochmal umbauen und alles auf Rot umsetzen. Die fressen mir hier sonst zu viel Eisen. Halt, genau andersrum wollte ich es machen. Moment. Oder wollte ich es so machen? Ja, so wollte ich es machen. Weiß eh nicht, warum ich die ganze Zeit Geld nehme. So, das geht bis hierher. Das geht bis dahin. Jetzt schauen wir kurz Motoren. Zahnrad und Rohre haben wir ja auf der Seite. Das heißt, Stahl kann dann hierher. So. Ein Greifer hierhin, ein Greifer dahin. Da sind schon überall Greifer. Da und da. Und zum Raus können wir die roten nehmen. So. Dann haben wir jetzt hier unsere Motoren. Einmal Strom hierher, einmal Strom dahin und Balken. Da. Bisschen Licht, dass die Leute was sehen. Ah, herrlich. Als wäre es Tag. Wahnsinn. Ja. So, und es staut sich, also können wir theoretisch sogar noch eine dritte Motorenfabrik hinten ransetzen. Wenn sie es eh staut. Und es reicht sogar. Ich hätte schwören können, dass früher die Montagemaschinen für Zahnräder schneller waren. Aber vielleicht irre ich mich auch. Aber du bist ohne Fahrschein. Was? Ohne Fahrschein? Ja, ja, alles gut. Gehört so. Schwarzfahrer hier, oder was? Also die Zahnrädergeschwindigkeit ist immer noch die gleiche, 0,5 Sekunden. Okay. Bauplan. Ach komm, dann bauen wir noch eine hin. So. Zack und zack. Machen wir mal hier noch Licht hin. So, und dann brauchen wir hier nur noch eine Kiste. Erstmal kann das Zeug eingelagert werden. Habe ich jetzt gemacht für Forschung, richtig? Genau, Motoren, Schwefel und Erweiterschaltkreise. Solange wir hier keine Drohnen haben, ich würde es von Hand befüllen, weil darüber von rechts jetzt die Fließbänder hierher zu kriegen, ist ein bisschen schwer. Ist eh die Frage, wo setze ich jetzt hier die Fabriken hin? Oh, du brauchst Motoren. Geil. Ja. Brauchst du deine Pumpen? Laut, ja. Du Dieb. Dieb. Diebi Dieb. Diebi Dieb. Oh Jesus. Das Bier kommt ja echt nicht gut heute. Echt mal. Ich mach mir ich bin viel zu langsam beim Trinken. Viel zu langsam beim Trinken. Ich schwebe zwischen den Pegeln. Ich finde die verkackten roten Fließbänder nicht. Ich stehe da. Da. Du stehst da. Ah, da, der kleine Süße da. Oh, was ist denn hier los? Ach gut, jetzt wird abgeklemmt. Hab ich? Wo? Oh. Weiß nicht, kein Eisen mehr da. Ja, du hast den ganzen Strom da oben irgendwie abgeklemmt. Oder hab ich aus dem geklemmt? Nee, ich hab nur hier geklemmt. Schnapsi. Oder hab ich doch? Ach, darüber ging das Ganze. Okay. Selbst hier hat's keinen Strom mehr. Ja. Ja, ist diese One-Line-Strategie, die wir hier haben. Oh, kann ich hier schon reinschmeißen? Ja, oder? Ja, kannst ruhig machen. Okay. Mach nur noch die Finishing Touches quasi, sobald ich die Sachen gebaut bekommen habe. Finishing Touches. Touches. So. Das ist aber kein Move aus Mortal Kombat, das wüsste ich. Ist gut im Mortal Kombat. Klassiker.
Endlich mal ausprobieren, ob mein Super Nintendo noch funktioniert. Vergesst es alles. Ein Fließband so rum. Das andere machen wir so rum. Brauchen wir jetzt hier halt. Ach, wie machen wir das jetzt? Schön wäre es, wenn wir eine Kiste haben, wo wir einfach alles reinschmeißen. Aber wir machen es jetzt so. Eine Kiste hier hin und vom Platz her haben wir halt leider nicht mehr Platz. Machen wir hier noch eine Kiste hin. Nee, da ist doof. Komm, hier eine Kiste hin. Brauchen wir zwei filternde Greifer. Haben wir sogar schon. Einmal so, einmal so. Da. Upsi. Muss man unten dringend wieder verbinden. So, hast du schon wieder ausgemacht? Ja, alles gut, das greift wieder an. Ei. So, was brauchen die hier nochmal? Ich hab mir jetzt wieder direkt an die Quelle angeklemmt. Warte mal, Schwefel ist doch hier, kann ich doch hier. Ah. Alles klar. Warte mal, dann brauche ich das doch alles gar nicht. Dann kann ich mir den Schwefel ja direkt von dir klauen, Schnaps. Ja, kannst du jetzt. Ich hab genug. Schwefel ist hier. Man sieht auch sehr schön, dass ich hier in Bahnen das Ganze hier aufbaue. Jetzt, wo ich endlich Pumpen bauen kann, kann ich auch meine Tanks umpumpen. Haha. Wahnsinn. Da hat jemand keine Kohle mehr. Ah, gut, dass ich das gesehen habe. Kohle. Alter, war der gerade die ganzen Fließbilder geplündert? Ich? Brauchst du wieder? Ach, wird da eh gerade wieder hergestellt. Ja, ist egal, ich habe nur zwei Stück gebraucht und 200 rausgeholt. So viel wollte ich gar nicht. So, ich hab immer auch 130. Werde ich nicht. Also Kohle hat ja auch nicht was gegeben, wa? So, jetzt mal kurz überlegen, dass das hier auf das richtige Fließband kommt. Wir könnten es auch einfach so machen, das ist einfacher. Soll ich dir was sagen? Geil. Das gefällt mir nicht, was du da tust. Ja, anders kann ich es nicht holen. Ich hab keine Drohnen. Ernsthaft? Da kannst du es anders holen. Tunnel! Kurz gucken, wie weit die reichen. Wieso willst du denn jetzt jede Mauer untertunneln? Weil ich in dem Bereich nichts baue. Also hier sieht es schon wieder anders aus bei dir, du. Oh. Ja, dann tunnel mal weiter. Ja, ich tunnel. Oh, könnte schon längst fertig sein. Ich überleg gerade, ob ich hier wegreißen darf. Mach mal so. Nichts. Zack. Nichts. Nix, ja, darum. Ja. Ende. Ja, Ende. Toll. So. Da fehlt's Fließband. Ja, du bist ja ein Held, guck mal. Oh, was ist das hier? Hä? Ja, und dann machen wir einfach so. Zack, fertig. Läuft doch. Achso, den kannst du wegnehmen. Ei. Ich hab doch hier mein Ding, der ist doch schon hier. Mann, alles futsch hier. So, was brauchen wir hier? So, wir brauchen aber Schaltkreise und Motoren. Ja, weil der Schaltkreise, das waren die Motoren. Und da sind ja weiter Schaltkreise. Ui, so viele. Und Fub. Und Fub? Ja. Geil. So, blaue Flächen kommen. Müssen wir die nur hier hinten anders anschließen. Untypisch. Pumpi ist soweit. Pumpi. Machen wir hier einfach eine Aussortierung von blauen Fläschchen. So. So, Pumpen und die Tanks. Wir alles hier weg haben. So, perfekt. Was soll man denn forschen mit blauen Fläschchen? Roboter. Öl. Ja, dafür brauchst du Öl erstmal.
Ja, erstmal die Forschung finden. Ganzen. Da. Oder das müsste sein. Korrekt. So. So, Schwefel soll das nächste, was ich herstellen muss. Wasser, Schwefel, Eisenplatte. Jo. Wasser und Schwefel habe ich. Eisenplatte. Ja. Kann ja nicht alles haben im Leben. Nee. Nichts? Leider nicht, ja. Mann. Oh, Motoren sind schon wieder alle. Krass. Das hat ja lang gehalten hier. Ah, die Fabrik ist nicht eingestellt. Alles klar. Kann man hier welche kaufen zufällig? Nee, ne? Nur Fisch. Fisch. Fisch? Fischi-Fisch. Mein Fisch ist nicht frisch. Oh. Wie, mein Fisch ist nicht frisch? Hat mir jemand gesagt. Ich weiß es. Kuli? Was denn? Wieso machst du hier nicht weiter? Womit? Mit deiner Sortierung? Ich habe gerade erstmal ein paar Kisten abgerissen und so. Ach so. Falls dir nicht aufgefallen ist, sind die Kisten da schon wieder voll. Da unten bei dir? Da, wo du gerade stehst. Ja, die sind voll, weil du nicht fertig gebaut hast. Ja. Tut mir einfach gefallen, nerv nicht. Nervig. So, ich glaube, ich muss hier ein bisschen. Oh Gottes Willen. Fehlt hier was? Nee. Nö, fehlt nichts. Okay, dann brauchen wir einfach nur mehr davon. Eieiei. Bau mal Nummer 2, was soll's? Upside down. Jetzt bebaue ich hier halt Ressourcen, das gefällt mir gar nicht. Nee, die bauen wir erst ab. Die bauen wir erst ab hier. Das geht nicht. So. Und dann machen wir das gleiche Spiel hier unten. Ich kann nämlich hier auch ein bisschen mehr Bauplatz einfach wieder. Und da eins hin und da noch ein Erzförderer hin, da einer hin, da einer hin. Gute Frage. Oh je. Was fehlt dir denn noch? Achso, warum ist denn hier ein Tunnel nicht da? Was soll der Scheiß? Weiß nicht, ich soll dich nicht nerven, deswegen sage ich nichts. Wenn ich dich frage, kannst du mir ruhig eine Antwort geben. Was fehlt dir noch? Naja. So. Da und da eine Kiste hin, so. So natürlich. So, huch. Was fehlt? Eisen. Ja. Ja, nicht noch. Nee, hatte ich nicht. Aber wir können auch die Dinger nehmen. Das ist, glaube ich, besser. Apropos Eisen. Was ist hier los? Unsere Schmelzen sind am Limit, weil kein Eisenerz mehr kommt. Was ist mit dem Eisenerz los da oben? Oh. Da kommt halt einfach nichts. Zu wenig. Oder mal mehr. Schau mal das Eisenerz hier raus. Nein, nicht die Kohle. So. Haben wir da auch ein Eisenerzlager da oben? Nee, ne? Ne, hatten wir nicht. Oh, wie das wieder passt hier. So, kommt mal eben ein bisschen Eisenerz wieder nach. Aber da muss ich mehr anbauen da oben. Oder mehr abbauen, eher gesagt.
Was ist hier los? Oh, guck mal, eine schöne Eisenerzkiste. Das ist doch schön. Was ist los? Soll was los sein? Ist was, Doc? Doc, was ist? So. Vorschau für dich. Level up. Oh, guck mal, Schnapsi, was für dich. Oh, Schmiermittel. Super. Ja. Es geht hier auch alles aus. Bloß die Forschung wird das gleich wahrscheinlich sich einstellen, weil die Ressourcen erstmal nachrücken müssen. Krass, okay. Immerhin Stahl staut sich das auch mal etwas. So, da hat es noch ein bisschen Eisenerz drin. Da und da. Zack. So, wo könnten wir noch anschließen? Im Endeffekt, oh, was ist denn da oben? Läuft das noch da? Ah, da fehlen uns nämlich die Ressourcen, weil da oben das dämliche Kohle ständig voll wird. Ich will gerade mal hier so ein kleines Pufferlager bauen. Ja. Mach du das mal. So, fülle ich doch gerade Kohle genau im richtigen Moment nach. Sehr gut. Kann man noch viel mehr hier nehmen. Okay, dann müssen wir es anders machen. So, perfekt. So, da kommt mir hier einiges wieder an Ressourcen nach. So, mal ein bisschen Licht. Da ist mir auch noch keine Kohle für Strom da, sehr gut. Okay, das passt hier. Das weiß nicht, wer das Schild abgerissen hat oder warum hier nicht abgebaut wird. Brauchen wir nicht mehr, den brauchen wir auch nicht mehr. So. Ach, guck mal hier, staut sich auch wieder Eisenplatten an. Da oben läuft es auch wieder. Ja, man merkt, dass das Eisenerz wieder angekommen ist. Sehr gut. Eine Frage, wie lange... Ah, da hört es schon wieder auf. Da kommt jetzt auch wieder einiges nach, aber hier... Ja, im Endeffekt haben wir hier ganz viel Eisenerz. Wir müssen einfach da ein bisschen freibuddeln. Erstmal da hinkommen. Ah, vor allem ist hier noch das alte System... Kriegen wir keine Erzförderer ran. Die wurde eh viel zu nah gebaut. Aber wir können ja mal gucken. Und das hier wäre der Abstand. Das heißt... beziehungsweise das hier wäre der Abstand. Der richtige Abstand. Oder wir lassen da halt so eine Baulücke drin. Aber es wäre unschön. Nee, das ist unschön. Machen wir hier den Abstand. Das heißt, hier wäre die Mauer. Die obere ja stützt. So, dann können wir hier erstmal weiter buddeln. Ist natürlich jetzt eine Frage. Soweit ich weiß, müsste ja. Ist jetzt Neujahr oder Silvestern heute? Und gerade nachdenken. Heute ist Dienstag, oder? Haben wir gesagt, Dienstag ist heute, oder? Wir waren uns einig, ob Sonntag war bei der letzten Folge. Genau. Genau, dann ist heute Dienstag. Okay. Wir waren uns nicht einig. Oder? Nicht einig, aber ist egal. Hä? Doch, es war Sonntag letzte Woche. Letztes Mal. War Sonntag? Ja, natürlich. Okay. Allein schon die Tatsache, dass wir heute an einem Samstag aufnehmen, muss es ja Sonntag sein.
Achso, weil wir denn. Ja, okay. War sonst die Folge fehlt. Gut, alles klar. Korrekt. Also Sonntag. Dann sind wir jetzt bei Dienstag. Genau. War. Spannend, spannend, spannend. Das heißt, wir sind hier kurz vor Jahreswechsel. Eieiei. Kritische Phase. Na, lass dir es schön krachen. Nö. Nö. Oh, Elektromotoren. Lässt es ja cool die krachen? Nö. Auch nicht. Ich guck lieber zu, was die Mannheimer verballern. Ja. Brauche ich mein Geld nicht für ausgeben. Wie man sieht, wie die Euros in die Luft fliegen. Genau. Nach einem Bruchteil von dem, was da in die Luft gepulvert wird auf meinem Konto, und ich wäre zufrieden. Ja, schon. Moderne Verbrennungsmethoden. Aber schaut ja schon schön aus, ne? Ja, das ist halt, das ist wahr. Was ist der denn? Achso, der ist aus dem Mund versetzt. Oh, also theoretisch, mal gucken, den dürften wir ja auch abreißen, den da. Ja. Ah, es funktioniert mal, wenn ich was abreiße. Das ist schön. Was können wir hier keine, müssen wir hier den Abstand etwas verändern? Dass wir hier die Strommastenlücken haben. Außerdem kriegen wir dadurch auch ein größeres Gebiet abgebaut. Was ja auch gut ist. Dämliches Uran hier überall. Bei denen müssen wir hier hinsetzen. Und den können wir auch so hinsetzen. Aber dann. Und den können wir nicht ersetzen, weil da das Rohr ist. Müssen wir warten, bis der hier abgerissen ist. Oder fertig ist. Das Uran. Könnten wir dann. Wir brauchen hier Schwefel und da unten Schwefel. Könnten mit einer Rohrleitung hier runtergehen und dann von hinten wieder anschließen. Das wäre machbar auf jeden Fall. Ja. Nein! Guck mal, wieder Eisenplatten. Ah, da kommt ein Eisenplatten. Oh, ja, ja. 12! Was 12? Was da alles denn? Oh, Radarstation und 11 Fließbänder. Jawohl! Eieiei. Da war ich zu schnell beim Abreißen von den Fließbändern. Ich spiel mal unsere Trauermusik. Gedenke an Cody. Lebt doch. Geht das an? Bin doch wieder da. Mach an. Für nix. Ja, ich hab's gerade gemacht. Es passiert nichts. Replay, ja, an. Hab's kaputt gemacht. Passiert nix. Alles macht er kaputt. Muss ich beide anmachen? Hä? Warte, hier ging's. Ah. Ich glaube, das ist die falsche Melodie. Nee. Klingt eher, als würde jemand heiraten. Nee, ich glaube nicht. Naja doch, im Endeffekt hat er sich mit dem Stein verewigt. Stein? Nee, nicht der Kain, der Cody. So. Gehen wir einfach hier hoch noch. Müssen wir ja eh ran. Um die Säure hierher zu kommen. Oh, jetzt geht's aber los. Bottertechnik. Sehen wir hier gleich noch Drohnen? Das weiß ich nicht. Wie lange läuft das Ganze noch? Theoretisch sind wir schon wieder in der Überlänge. Oh, sind wir schon wieder? Oh, Frau kommt auch gerade nach Hause. Die ist immer wieder. Ist das gewollt? Ja, nein, ja doch, Feierabend. Ja, die Frage ist, ja, wann machen wir damit weiter? Ist ja die brennende Frage. Also wir könnten natürlich jetzt wieder das gleiche Versprechen geben, was wir letztes Jahr schon gegeben haben. Dass wir ab und zu einfach dran weitermachen, aber wir hatten einfach keine Zeit dafür. Wieso, wir machen auch regelmäßig einmal im Jahr weiter. Das stimmt sogar, ja. Ja, ich würde sagen, wir
Lasst uns da einfach mal überraschen, wie wir weitermachen. Also ich hoffe, dass wir es vielleicht auch mal früher hinkriegen. Aber wie gesagt, wow. Das waren viele. Yay, Level 12, danke. Aber wie gesagt, es ist für zwischendurch ist es ganz nett. Aber ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, da länger dran zu sitzen. So nach dem Motto, machen wir mal einen 7-Stunden-Livestream. Ich glaube. Zumal ich denke, dass wir fast fertig sind. Also im Endeffekt, Robotertechnik kommt jetzt schon. Das heißt, bald fliegen hier ein paar Drohnen rum und dann läuft es alles deutlich einfacher. In diesem Sinne würde ich sagen, wir wünschen allen einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Lasst es ordentlich krachen im Sinne von feiert ordentlich, übertreibt es nicht, macht keinen Blödsinn. Und wir sehen uns dann einfach im neuen Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Guten Rutsch. So viel mehr, dass ihr wieder auskotzen könnt. Genau. Bis dann, ciao. Tschüss.